erster Schultag. Das war's mit der Highschool. Ich will die Zahlen zum Budget nochmal durchgehen. Feiert den Abschluss und dann ab aufs College. Das war's dann, oder? Wir bleiben hartnäckig. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Ich begrüße hier die Kate. Hallo Kate. Hallo. Den Chris. Hallo Chris. Hallo. Hast du bei uns wenigstens Kuchen mitgebracht, wie bei dem anderen Podcast? Da habe ich auch keinen Kuchen mitgebracht, aber wenn es gut läuft, mache ich heute noch einen. Okay. Ja, meine Wenigkeit der Erik, ich grüße euch alle, auch da draußen an den Funkempfangsgeräten. Und wir werfen wie immer jetzt einen Blick auf die Filmwelt der vergangenen Woche, was wir in der Sneak Preview hatten, was so Neues anläuft, Serien, auch die neuen Dienste hier, Apple TV Plus und was es da nicht alles gibt. Und ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar hatten wir in der Sneak Preview den einzigen getippten Film Booksmart, jetzt endlich mal, nachdem der schon ein paar Wochen irgendwie getippt wurde, glaube ich. War irgendwie gefühlt jede Woche dabei. Und Booksmart, da hat ja die Kate schon mal so ein bisschen davon berichtet gehabt. Das ist ein Film von Olivia Wilde. Das ist die bei Dr. House die 13 oder 13 heißt es in der deutschen Übersetzung, spielt. Und zwar hat die den gedreht, den Film. Caitlin Dever ist die eine weibliche Hauptrolle. Die haben wir zuletzt gesehen in Unbelievable. Und da habe ich im Kino die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich denn die? Und wenn man sich bei Unbelievable die Darsteller durchliest, dann steht die nicht an erster Stelle, wobei sie für mich eigentlich somit die wichtigste Person war in der Serie. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass das sein könnte. Ja, auf jeden Fall die junge Dame aus Unbelievable, die mir da sehr, sehr gut gefallen hat in der Rolle, großartig gespielt. Beanie Feldstein spielt die zweite weibliche Hauptrolle. Und die spielen zwei beste Freundinnen, die sich schon irgendwie die ganze Schulzeit kennen, und die sind jetzt in der Highschool und haben immer sich gut vorbereitet auf alles, und die sind jetzt nicht gerade so die Partygirls, also die gehen nicht auf irgendwelche Partys, sondern verbringen ihre Zeit lieber mit Lernen und wollen dann eben später mal einen guten Abschluss haben, auf ein gutes College gehen und dann quasi die Weltherrschaft irgendwann anstreben und dafür brauchen sie halt die besten Noten. Und Die in ihrer Klasse, die nehmen das alles immer ein bisschen lockerer. Die gehen halt auch mal auf Partys und irgendwas. Und jetzt, der Film steigt ein am vorletzten Tag vor dem Ende ihrer Highschool. Da ist der Morgen, wird uns gezeigt, wie die beiden Mädchen zur Schule fahren, sich da nochmal unterhalten. Und dann ist für den Abend, sind da diverse Partys geplant von Mitschülern und Mitschülerinnen. Und und am nächsten Tag ist dann eben diese große Abschlussfeier in der Schule, was man so aus diversen Filmen kennt, wo die dann so ihre Mützen mit den viereckigen Teilen da, mit den Bändeln dann hochwerfen. Weiß gar nicht, hat das einen speziellen Namen oder so? Kennt es? Also eine Doktormütze ist es ja nicht. In Deutschland gibt es ja so, wenn man einen Doktortitel kriegt, kriegt man so eine Mütze, ne? Next. Ja, also die Mützen halt, die dann immer hochwerfen. Jedenfalls, die beiden gehen dann in die Schule. Wir erfahren dann, dass die eine wohl in ihrer Klasse so Klassensprecherin ist oder vielleicht sogar Schulsprecherin, habe ich jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung, und will, anstatt es jetzt langsamer die Zügel gleiten zu lassen, will sie trotzdem noch irgendwie wirtschaftliche Daten durchgehen, irgendwelche Zahlen überprüfen und sonst was. Und alle sagen zu ihr so nach dem Motto, jetzt chill doch mal, du bist jetzt bald nicht mehr da, jetzt lass doch halt sein. Und sie kann aber dann nicht so richtig loslassen. Und ihre Freundin, diese Caitlin Dever, von der ich vorhin schon erzählt habe, die aus Unbelievable, die möchte dann auch irgendwie für eine Zeit lang nach, was war es, Namibia? Ja, irgendwo nach Nigeria, Afrika. Ja, irgendwo so einen sozialen Dienst machen und ein freiwilliges soziales Jahr oder sowas. Und ja, deswegen werden die beiden Freundinnen sich dann wohl erstmal eine Weile nicht sehen. Und ja, sie müssen dann aber feststellen, zum einen, dass sie ja mit ihrer Rolle, die sie einnehmen in dem Klassenverbund, ja doch so ein bisschen eher so die Aussätzigen sind, die Mauerblümchen, weil die anderen machen halt Party und haben halt über die ganzen Jahre miteinander halt durchaus da connected und
haben sich Freundschaften gebildet und die zwei haben eigentlich nur sich, während die anderen machen eigentlich so komplett ihr eigenes Ding. Und sie erfahren dann durch einen Zufall, dass die anderen, wo sie eigentlich immer dachten, ey, aus denen kann ja eigentlich nichts werden, dass die doch auf ganz gute Colleges gehen mit diversen Zukunftschancen oder einer sogar schon einen richtig guten Job in der Aussicht hat. Und sie müssen dann so ein bisschen feststellen, dass eigentlich dieses ganze Leben, diese Enthaltsamkeit von irgendwelchen Genüssen, Partys und sonst was sie in den letzten Jahren gemacht hatten, was denen jetzt in dem Moment jetzt nicht so gefehlt hat, ist jetzt nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, oh, wir würden gern mal, sondern sie haben halt einfach andere Prioritäten gehabt, aber dass sie dann einfach für sich feststellen, so hey, irgendwie, die anderen haben es ja auch geschafft, Mensch, jetzt ist uns vielleicht doch irgendwas entgangen, jetzt wollen wir wenigstens an dem letzten Abend hier noch eine richtig geile Party mitnehmen, damit wir dann wenigstens an was Schönes zurückdenken können, dass wir auch sowas erlebt haben. Und so begeben die zwei sich eben auf der Suche nach der Party von dem legendären, ich glaube Kyle hieß der, wo keiner so recht weiß, also die beiden... Es war das Haus von seiner Tante und er ist stellvertretender Schülersprecher. Ah ja, genau, das war quasi der Kollege von der Klassensprecher oder Schülersprecherin da. Und sie wissen aber gar nicht so genau, wo die überhaupt wohnen, weil sie haben halt sich die ganzen letzten Jahre nicht um die Leute gekümmert und waren deswegen auch nie mal irgendwie bei denen zu Hause oder haben bei denen irgendwas gemacht, sondern ja, haben halt immer ihr eigenes Ding gemacht und begeben sich dann so auf eine Odyssee durch die Nacht von diversen Uber-Drivern über irgendwelche anderen Partys, wo sie hoffen, jemanden zu treffen, der ihnen die richtige Richtung weist, wo denn die andere Party denn ist. Und ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ich will natürlich nicht zu viel verraten, wie es dann so weitergeht, ne? Und ja, was da noch alles so mit dran hängt. Und ja, das ist so ein Film. Bevor du anfängst, Chris, vielleicht von mir noch ein kleiner Eindruck. Während ich den gesehen habe, gab es durchaus ein paar längere Szenen auch, wo ich mich ziemlich gelangweilt habe, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt verliert mich der Film gerade. Der hat mich dann aber immer wieder zurückgewonnen. Und das ist ein Film, wo ich nach dem Kino gedacht hatte, so okay, so und so finde ich den jetzt gerade, was ich gesehen habe. Aber das ist ein Film, der hat bei mir über die Zeit sogar noch ein bisschen gewonnen, fand ich. Weil jetzt kommen mir manchmal so einzelne Szenen noch in Erinnerung, die ich jetzt im Nachhinein deutlich positiver in Erinnerung habe. Weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, relativ ähnlich eigentlich. Also der Film ist halt wirklich, dreht sich darum, dass man durch die Schule gehen kann als Partyboy sozusagen oder als Partymensch und das Leben neben der Schule nicht vergisst. Und dann gibt es eben diese beiden, die sich komplett drauf fokussieren, nur Schule, 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 Leistung, Leistung, Leistung. Und im Endeffekt stehen sie genau am gleichen Punkt wie alle anderen auch. Und das finde ich von der Message her eigentlich eher super, weil das ist gerade in unserer super Leistungsgesellschaft, mit der Leistungsdruckgesellschaft sogar, finde ich das mal schön auch zu sehen, so, hey, pass mal auf, man muss nicht überall immer da top und bester und Welt bricht zusammen. Ich meine nicht der Beste oder Klügste oder überall in jedem Departierclub oder irgendwas drin bin, sondern auch mal leben, nebenher auch mal leben. Und da bricht halt für die beiden Mädels wirklich eine Welt zusammen. Und sich da dann in dieser neuen Welt so ein bisschen zurechtzufinden und auch dieses typische, nicht alles ist dann doch so super duper freundschaftsmäßig, weil man sich doch nicht immer alles erzählt. Das fand ich auch ganz gut inszeniert eigentlich. Und deswegen, gerade für die Jugendlichen, finde ich das eigentlich eine gute Aussage vom Film. Ja, hast natürlich vollkommen recht. Ja. Also gerade so dieser Leistungsdruck, ich sehe das ja auch zum Beispiel bei anderen Eltern, wenn der dann mal so, wenn mein Kleiner mit irgendwie seiner Freunde mal irgendwie Fußball spielen will, nee, der hat heute Geigenunterricht, morgen hat er Flöte und dann macht er Tai Chi oder was weiß ich nicht. Und das sind so Eltern, die, oh, weiß nicht, die überfördern ihre Kinder vielleicht so, dass die gar nicht mehr so richtig Kind sein können auch. Und das ist natürlich dann auch in wenn sie älter werden. Ich sehe das manchmal, wenn bei uns so Praktikanten sind oder ja, so Werkstudenten, die dann teilweise schon so sich einen Masterplan zurechtgelegt haben, ne, für ihr Leben.
Ja, und dann funktioniert was nicht. Dann lass mal irgendwas schief laufen. Das Leben ist nun mal kein, du kannst das Leben nicht planen. Also vielleicht Richtig. Jetzt hier, kann hier mal der alte weise Mann mal ein paar Weisheiten verkünden. Also wenn ich mein Leben geplant hätte, wäre ich jetzt bestimmt nicht in Stuttgart oder irgendwas, keine Ahnung. Ich hätte es mir bestimmt in dem Alter irgendwie ganz anders geplant. Und deswegen, also einfach mal so die Zügel wirklich mal ein bisschen schleifen lassen, mal gucken, wo es einen so hintreibt. Und deswegen fand ich es bei mir damals eigentlich auch ganz gut, dass ich noch zur Bundeswehr musste. Da hatte ich noch ein Jahr mehr Zeit, mir ein bisschen zu überlegen, was ich eigentlich will. Weil heutzutage auch dann das Abi wollen sie ja irgendwie noch schneller machen und noch eher fertig werden. Und also mit dem Alter hätte ich auch noch nicht gewusst, was ich überhaupt machen will. Ja, exakt. Ja. Aber gut, ja, in den USA ist das ja, ich kenne das von den US-Kollegen, dass das Ganze noch ein bisschen extremer auch mit dieser Leistungsdruck und da quasi schon in der Highschool werden da schon die Wege geebnet und mit wem man da zusammenhängt. Und ja, ist natürlich die Aussage des Films ist jetzt nicht, ey, ihr könnt ruhig rumhängen und es klappt trotzdem irgendwie, sondern das ist so, jeder muss halt so seinen Weg finden, ne? Also man darf halt bloß gucken, dass man jetzt nicht zu viel verpasst. Oder wie ist es schon bei Club der Toten Dichter, war es ja auch schon, ne? Das Leben ist eine einzige Achterbahnfahrt, haltet auch ab und zu mal an und schaut euch mal um, ne? Genau. Und das fand ich eigentlich auch sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, der Film hat ja wirklich ein paar längere Szenen, die ich ihm aber im Nachhinein jetzt doch nicht so krumm genommen habe. Als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, oh, jetzt verliert er mich gerade. Ich merke das dann manchmal so richtig. Aber ja, das ist halt so eine Fahrt durch die Nacht. Das ist halt nicht so bam, bam, bam. Und da sind halt auch mal ein paar ruhigere Szenen drin und ein paar abgefahrene. Aber ja, ein paar sehr skurrile Sachen. Skurril auf jeden Fall, ja. Und deswegen packen wir auch gleich mal, weil es mir gerade einfällt, den Song You Ought to Know von Alanis Morissette mit auf unsere Kinocast-Playlist. Liebe Hörer, die könnt ihr abonnieren auf Spotify. Kostet nichts. Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr die mit abonnieren. Und der Song hat auf jeden Fall eine zentrale Stellung auch bei so einer Szene. You Ought to Know. Machen wir die Explicit-Version, klar. Klar. Wenn schon, denn schon. So, das ist schon mal drauf. Unsere Film, unsere Musiktipps gibt es dann nachher. Ja. Und was habe ich denn hier eigentlich noch so geschrieben bei Moviepilot oder bei Letterboxd? Das kann ich gerade nicht, habe ich viel geschrieben. Auf jeden Fall hat er mir ziemlich gut gefallen, der Film. Und ich gebe 7 von 10 Punkten. Bin ich komplett bei dir. 7 von 10. Cooler Soundtrack. Ein bisschen, ich habe es ja mal verglichen mit Superbad für Mädchen. Ist vielleicht, Superbad war ein bisschen witziger an vielen Stellen. Oder es ist halt so, vielleicht sind es auch viele, viele Jokes drin, über die sich Mädels eher kaputt lachen können. Wo ich vielleicht als Kerl sage, ja, nett, aber könnte ich mir durchaus vorstellen. Und Kate, was war denn los? Du wolltest den doch eigentlich gerne sehen, ne? Jetzt hast du ihn verpasst. Ja, ich wollte den eigentlich schon gern sehen, aber dann hole ich ihn halt nach. Ja, musst du dann im Heimkino mal nachholen. Ich glaube, da funktioniert er auch gut. Im Kino bestimmt auch gut in irgendwelchen Vorführungen, wenn viele Leute drin sitzen und eine gute Stimmung herrscht. Ja, bei den Sneak-Tipps, wie sieht es denn da aus? Wie ist denn der Hinweis für morgen? Gibt ja brutal viele Tipps, die eingegangen sind. Also der Tipp ganz allgemein für die Sneak 1026 lautet Mr. Shelby. Ach, ich kann mich erinnern, ja. Und, Kate? Ich komme gerade nicht auf die Gruppe. Ist nur ein Tipp nicht da, Le Mans 66 oder der Originaltitel Ford vs. Ferrari. Den würde ich mir sehr gerne angucken. Also was hat das mit dem Tipp zu tun? Ford Shelby. Ah, okay, deswegen. Okay. Ja, also es war ein bisschen zu einfach diesmal. Das nächste Mal wollen wir ein schwereres Rätsel. Um mal das stirb langsam Zitat. Vielleicht kommt ja auch die Eisprinzessin 2. Wegen Shelby? Was hat das mit Shelby zu tun? Völlig egal, ich wollte irgendwas sagen. Die Eiskönigin ist es außerdem. Oh, Entschuldigung. Tja, sowas können wir uns einfach auf Frozen einigen, dann gibt es keine Verwechslungen. Frozen 2. Ja. Naja, also ein Tipp nur. Ich soll ja immer nicht so viel tippen, habe ich gehört hier. Nicht hier so viel tippen. Also, ja, dann ran an die Tasten, falls ihr da noch eine Idee habt da draußen. Was könnte das sein? Metropol-Sneak, Facebook-Gruppe und dann
könnt ihr mittippen. Und was haben wir denn noch so auf der Liste? Hier, da geht's ja schon weiter. Heimkino. Ha. Heimkino. Ich habe mir einen Film angeschaut im Heimkino, wo man eigentlich so vom Titel her und von den Darstellern her eigentlich erwarten könnte, dass einem da jetzt was richtig Cooles passiert, so Oscar-Kandidat oder so. Ne? Also der Film heißt Navy Seals vs. Zombies und in einer der Hauptrollen spielt Michael Dudikoff mit, der bekannt ist aus dem unteren Krabbelregal der Videotheken. Der irgendwie war der so zur selben Zeit aktiv wie irgendwie Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren und Michael Dudikoff. Der hat es aber nie so richtig geschafft mit einem coolen Film irgendwie. Dümpelte da immer so ein bisschen vor sich hin. Und in Navy Seals vs. Zombies, den ich mir mal auf Tele5 aufgenommen hatte, allein wegen des Titels und wegen der Darsteller, geht es darum, dass ein junger Mann, ich weiß gar nicht, wer war, hatte den eigentlich, ist ja auch egal, die Namen sind Schall und Rauch, kennt eh kein Mensch, der da mitspielt. Ein Navy Seal, ja, verabschiedet sich ganz von seiner Frau, muss da irgendwie in Einsatz gehen und muss dann nämlich den, ich glaube, so ein Präsidentschaftsanwärter, der ist im Wahlkampf, also ich glaube, der aktuelle Vizepräsident will selber Präsident werden und der wird aber oder verschwindet plötzlich vom Radar und Secret Service meldet sich auch nicht mehr und dann müssen die dahin, wo das passiert ist und stellen dann tatsächlich fest, dass es da Zombies gibt, von denen oder die Zombies haben halt dann den Secret Service schon fertig gemacht und der Präsidentschaftskandidat, der hat sich halt nur noch so verschanzt irgendwo und dieser Navy Seal Trupp, der muss die Leute dann irgendwo rausholen. Ich glaube, in Baton Rouge spielt das Ganze da, also Florida. Haben sie natürlich auch nette Location ausgesucht, so zum Drehen. Und, ach nee, hier steht in der Zusammenfassung steht New Orleans. Gibt es auch Baton Rouge in der Nähe? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja, halt Navy Seals, Zombies und da, das ist der Film. Also da ist jetzt nicht noch irgendwie ein doppelter Boden oder irgendwas oder noch eine Nebengeschichte, sondern der Film hat schon genug damit zu tun, seine Geschichte überhaupt zu erzählen, weil das kriegt er nicht besonders gut hin. Das sind so, der strotzt so von Anschlussfehlern und von irgendwelchen dämlichen Aktionen. Also wir kriegen am Anfang diese Navy Seals vorgestellt als diese Top-Einheit, die kann keiner irgendwas, ne? Und die wissen dann, ab einem bestimmten Punkt wissen sie, mit was es zu tun haben, weil da gibt es dann noch so eine Wissenschaftlerin und die erklärt ihnen das und die stellen sich aber sowas von dämlich an. Also da zum Beispiel jetzt, ja, einer soll so ein Gebäude bewachen und drinnen sind die halt und einer steht halt draußen von diesen Navy Seals, Gewehr am Anschlag und da kommt auf ihn so ein Zombie so drauf zugelaufen, ne? Und er so, bleiben Sie stehen, kommen Sie nicht näher. Und er kommt dann weiter angeschlurft. Und macht halt irgendwie nichts, ist irgendwie völlig perplex, so lange bis der Zombie ihn halt irgendwie beißt. Und dann versucht er sich zu wehren. Also solche dämlichen Aktionen. Und dann werden halt dann die Leute, der Navy Seal-Trupp, der wird halt nach und nach auch dezimiert. Und das sind eigentlich immer diese gleichen Aktionen. Also da gibt es dann später noch so eine Szene, da ist dann unser Held, dessen Name ich schon völlig vergessen habe und den Schauspieler kennt auch kein Mensch, der hat dann eben so ein paar Leute zu beschützen, begibt sich dann durch die Stadt mit denen. Da kommt halt ein Kinderzombie auf ihn zu, ganz langsam. Und dann, nein, ich kann doch nicht auf ein Kind schießen, nein. Wartet so lange, bis das Kind wirklich so nah ran und einen Sprung und beißt dem Typ in den Arm, ne, und so. Und dann ist natürlich auch wieder vorbei, ne. Ach, und solche dämlichen Aktionen die ganze Zeit. Also, der hat einfach deswegen keinen Spaß gemacht. Der wäre wenigstens so ein bisschen augenzwinkernd gewesen wäre, aber der wollte irgendwas Cooles sein und wollte vielleicht auf diversen Wellen da mitschwimmen, sei es nun hier irgendwie Walking Dead, hier Zombies oder weiß nicht, irgendwelche Navy Seals. Das Plakat sieht ganz cool aus und ja, da haben sie hier im Deutschen ist da noch so ein Bebber drauf, irgendwie mit hier kämpfen echte Navy Seals. Also Leute, wenn das wirklich echte Navy Seals waren, ja, dann ist das eine schlechte Werbung für die Truppe, ne? Also ganz, ganz schlechter Film. Also mir irgendwie so zwei Punkte oder so. Mehr kann ich da nicht geben. Oh, doch so viel. Ja, also, ja,
Nee, also, nee. Navy Seals versus Zombies, was hat er denn hier bei Movie Pilot? 2,9. Siehst du mal. 2,9. Mal gucken, was die anderen geschrieben haben hier so. Hat da jemand. Mal gucken, wer da die höhere Bewertung hat, was der da rausgearbeitet hat. Wahrscheinlich irgend so ein Navy Seal. Ich lese nur. Boah, voll echt. Es fällt schon schwer, bei Navy Seals versus Zombies positive Aspekte zu finden. Und die Zombies, die will ich gar nicht erst erwähnen, das waren die ärmlichsten und erbärmlichsten Zombies aller Zeiten. Das stimmt, ey, die waren echt so. Also, wenn man schon sagen kann, ein Schauspieler oder die Schauspieler in dem Film können noch nicht mal Zombies spielen, ja. Also, dann ist schon echt viel damit ausgedrückt, ne. Also, nee. Out. Nee, also nicht mal, man kann sich noch nicht mal aus Trash irgendwie lustig und irgendwas Gründen angucken. Der Film ist einfach nur schlecht. Hätte man nicht vermuten können vom Titel, finde ich. Also der Titel hat deutlich. Aber gut. Und trotzdem gibst du ihm 2 Punkte. Ja. Also das ist das, was mich so ein bisschen überrascht. Geht schon. Also, ja. Also es gab vielleicht so 2, 3 ganz okaye Szenen, aber dann, aber ansonsten im Großen und Ganzen war das ein riesiger Dreck da. Also das wird wahrscheinlich dann so ein Film sein, da gibt es ja auch so einen bestimmten Namen, die dann ständig unter anderen Titeln erscheinen, die dann auf diesen Krabbeltischen bei Blu-rays und so landen, die dann irgendwie so Titel haben, die so ähnlich sind wie irgendwie aktuelle Kinoerfolge oder so. Weißt du, was ich meine? Da gibt es ja manchmal so irgendwie so Armageddon und dann steht ganz klein unten drunter Zombies oder so. Und alle denken, wow, das ist Armageddon, sieht doch vom Cover her so ähnlich aus, ne? Oder Independence Day und irgendwie ganz klein und was. Naja, also nix. Und wir gucken mal lieber, was so Neues anläuft. Vielleicht ist da was Cooles dabei. Ich weiß schon einen Film, der anläuft, der cool wird. Kino, Charts und Neustarts. Aber zuerst gucken wir mal in die Charts. Platz 10 hier in Stuttgart. Scary Stories to Tell in the Dark. Das ist ja noch quasi von Halloween übrig, der Film. Platz 9, ich war noch niemals in New York. Platz 8, Bayala, das magische Elfenabenteuer. Platz 7, Midway für die Freiheit. Platz 6, Zombieland, doppelt hält besser. Platz 5, Terminator Dark Fate. Platz 4, Addams Family. Platz 3, Maleficent, Mächte der Finsternis. Hält sich auch ganz gut, ey. Mhm. Platz 2 ist der Joker jetzt wieder. Und Platz 1, das perfekte Geheimnis. So. Ja, den hast du ja gesehen, Chris. Ich habe erstaunlich viele gesehen von denen. Ja. Dann schauen wir doch mal, was jetzt am 14.11. hier in Stuttgart anläuft. Da beginnen wir doch mal mit Die Eiskönigin 2, hat man ja vorhin gerade kurz erwähnt gehabt. Läuft an, also es wird wahrscheinlich ein Hit werden. Also ich glaube, da gehen viele rein. Klar, das ist ein riesen Franchise geworden. Deswegen, okay. The Irishman läuft noch an. Regielegende Martin Scorsese verfilmt die Geschichte des Mafia-Killers Frank Sheeran mit dem Oscar-Preisträger Robert De Niro und Al Pacino in den Hauptrollen. Ist das nicht in den USA auf Netflix gekommen oder bringe ich da gerade was durcheinander? Ja, da steht auch ganz groß Netflix auf dem Plakat drauf. So. Kommt aber bei uns halt ins Kino. Ah, naja, gut. Aber im Kino guckt sich das bestimmt besser dann, so ein Mafia-Epos. Oh. Dann läuft noch an, das bin ich jetzt gerade gesprungen, Mai Zoe, die zweifach Oscar-nominierte Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin Julie Delpy inszeniert ein aufrüttelndes Familiendrama mit Daniel Brühl in einer Hauptrolle. Und Richard Armitage ist noch bei, Gemma Arterton. Ja. Ja, nicht schlecht besetzt eigentlich. Hm? Dann haben wir Last Christmas, eine romantische Komödie über die trübselige Kate, Game of Thrones-Star Emilia Clarke, die in der Vorweihnachtszeit vom charmanten Tom aus ihrem Tief gezogen wird. Und ist ganz arg viel mit der Musik von George Michael. Der Trailer ist total süß. Ach, der Trailer ist komplett Banane. Das ist so ein richtiger Mädelsfilm. Ich finde den süß, ja. Ich muss damit rein. auf jeden Fall, also Paul Feig hat ja diesen Ghostbusters-Neuaufguss gemacht. Und auch solche Sachen wie Spy, Susan Cooper Undercover und Proud Alarm und so. Hat aber auch ein paar Folgen von Arrested Development gemacht. Also ein bisschen Hoffnung besteht noch.
Le Mans 66, gegen jede Chance, ein biografisches Drama über den legendären Wettstreit um die Vormachtstellung im Rennsport zwischen Ford und Ferrari in den 60er Jahren von James Mangold, der ja ziemlich viele gute Filme gemacht hat. Ja, die Besetzung ist auch nicht schlecht, ne? Matt Damon und Christian Bale. Ja, James Mangold hat ja zum Beispiel hier Wolverine hier diesen Film gemacht, ne? X-Men, ne, Wolverine, Weg des Kriegers, ne? Und Logan, The Wolverine und Logan. Night and Day und Todeszug nach Yuma. Fand ich auch sehr gut. Hatten letztens mal bei uns auf Arbeit das Thema, dass es keine guten Western mehr gibt. Habe ich gleich mal 5 Titel genannt, die alle nicht kannten. Die ahnungslosen Banausen. Alle keine Ahnung bei dir. Von Filmen. Von Filmen. Dann läuft noch ein Booksmart, den haben wir ja schon besprochen. Worum geht's da? Nee, machen wir weiter. Ich glaube im Porno, ich weiß nicht. Das nächste soll ich auch gleich machen. Ja. Dann machen wir Gott existiert, ihr Name ist Petrunia. Satire über die mazedonische Gesellschaft, in der eine 31-jährige Historikerin verächtet wird, weil sie sich nicht an die chauvinistischen Traditionen hält. Mhm. Es läuft auch noch an Black and Blue. Und da geht es um Polizeifrischling Alicia, wird Zeugin eines Mordes und wird infolgedessen nicht nur von der Drogenmafia, sondern auch von ihren eigenen Kollegen gejagt. Ja. Klingt interessant, mit Tyrese Gibson unter anderem und Frank Grillo und Naomi Harris. Morgen sind wir frei. Historisches Drama über das Schicksal einer deutsch-iranischen Familie, die Ende der 70er Jahre die Folgen der islamischen Revolution zu spüren bekommt. Okay, die spielt da ein Mr. Shelby mit? Keine Ahnung. Die Sterne über uns mit Franziska Hartmann, Claudio Magno. Plötzlich steht die alleinerziehende Mutter und ihr Sohn ohne Dach über dem Kopf da. Ihr Zuhause ist ein Zelt im Wald. Eigentlich bleibt beiden noch die Hoffnung auf eine bessere Bleibe. Schließlich hat sie einen neuen Job als Flugbegleiterin. Mit dem Arbeitstrag in der Tasche ist die Wohnung schnell gefunden, doch ganz so einfach ist nicht. Der Neustart gestaltet sich weitaus schwieriger als angenommen. So jongliert sie zwischen ihrem Wohnort, dem Wald und ihrer Arbeitsstätte, dem Flugzeug hin und her, wo sie stets top gestylt und pünktlich sein soll. Auch der Druck seitens des Jugendamtes und Mellies Arbeitgeber steigt. Während Ben alles als ein großes Abenteuer wahrnimmt, sieht sich Melly mit immer härteren Entscheidungen konfrontiert. Wenn sie nicht bald eine Bleibe findet, wird ihr Sohn weggenommen und das kann sie nicht hinnehmen. Ein Drama. Kurz eingenickt, Entschuldigung. Ja. Bis dann, mein Sohn. 3 Jahrzehnte umspannendes Epos über 2 chinesische Eheleute, dessen Leben vom Unfalltod des Sohnes für immer aus der Bahn geworfen wird. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das in China, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg. Deswegen. Ja. Oder war das der? Ich glaube, ja. Irgendeiner war irgendwie kam mit ganz viel Vorschusslorbeeren hier an. Ich glaube, dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Die Kinder der Toten, ist das, ne? Ja, da ist es. Kinder der Toten, Elfriede Jelinek. Naja, ich glaube, den Rest können wir weglassen. Searching Eva. Das ist eine Doku, nee. Jo, und im Heimkino, mal gucken, was da. Es fällt mir ein, ich hatte doch irgendwelche Blu-Rays letzte Woche, wo ich gesagt hatte, die habe ich bestellt. Ist gar nichts gekommen. Komisch. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was es war. Aber ich hatte Thema Blu-ray und 4K, hatte mir jemand direkt geschrieben auf, ich glaube über Twitter war das eine Menschen. Ja, und zwar bei den, also die 4K Blu-rays funktionieren nicht auf einem Standard Blu-ray Player, ist auch nicht abwärtskompatibel, aber meistens würde wohl bei einer 4K Blu-ray auch eine normale Blu-ray mit beiliegen. Da soll man halt gucken. Vielen Dank für den Tipp. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Was läuft denn so neu an? Was ist denn überhaupt das Datum? 11. November? Ab 11. November, ja. Das ist der 11.11. Es läuft an Spider-Man Far From Home. Den hatten wir hier in der Sendung, den haben wir gesehen. Da gab es auch im neuen Lift-Magazin den Tipp, sich den anzuschauen. Habe ich gelesen. Das stimmt, habe ich auch gesehen. Ja. Es spielt nach dem letzten Avengers-Spiel. Spielfilm, ja. Film, ja. Und es gibt da verschiedene Editionen auf Blu-ray. Da gibt es unter anderem für Deutschland ein Steelbook, auf dem der Spider-Man sich um das Brandenburger Tor so herumschwingt. Genau, Steelbook Brandenburger Tor. Super. Eilos Reise läuft noch an. Da hatten wir mal ein kleines Gewinnspiel hier auf der Seite, wo es um ein kleines Rentier geht.
was durch die Wildnis Lapplands sich da irgendwie bewegt und seine Härte wiederfinden will. Und das ist, glaube ich, ein Realfilm irgendwie, den die da begleitet haben und soll wohl ganz toll sein. Okay. Prädikat wertvoll. Ich frage mich immer, wie man sowas filmt. So, oh, das kleine Rentier Ailo hat seine Familie verloren. Oh, und wir sind zufällig mit der Kamera da. Oder haben wir die getrennt voneinander? Da-dum. Bleibt mal so stehen. Miniserie Le Miserable. Vor der epischen Kulisse Frankreichs in einer Zeit bürgerlicher Unruhen erzählt Le Miserable die Geschichte von Jean Valjean, einem ehemaligen Sträfling, dem es nicht gelingt, den Schatten seiner Vergangenheit zu entkommen. Seine Zukunft wird durch seine Nemesis in Gestalt des boshaften Polizisten und ehemaligen Gefängniswärters Javert bedroht, der fest entschlossen ist, Jean Valjean seiner gerechten Strafe zuzuführen. Ja, Le Miserable ist ja irgendwie Nationalheiligtum in Frankreich. Das Werk wird ja immer regelmäßig nochmal neu verfilmt und verseriert. ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, wer mir den Tipp, der Max R. ich nenne mal den Nachnamen nicht, der hatte mir auf Twitter @mmexx88. Ich hoffe, 88 ist nur sein Geburtsjahr und heißt nicht irgendwas Komisches. Jetzt aber. Ja, heutzutage, also weiß man ja nie, ne? Aber ich denke schon. Und ja, dann waren das auch schon die Neustarts für das Heimkino. Dann, was haben wir jetzt? Ah, Trailer. Sneak Preview. Der Chris hat ja schon mal den Bad Boys for Life, das war, glaube ich, der erste Teaser oder sowas. Ja. Ja. Jetzt gibt es einen richtigen Trailer und, können wir nochmal drüber reden, besser geworden, schlechter geworden? Er verrät eigentlich die ganze Story. Ja, ne? Verrät viel, aber ja, ich glaube, es ist trotzdem noch sehenswert. Ja, wird auf jeden Fall ein schöner Actionfilm, aber die Story ist eigentlich jetzt vollkommen klar. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gibt es doch noch was. Also ich verlinke den mal mit. In Shownotes den Bad Boys for Life Trailer Nummer 2. Und ganz dezent übrigens die Werbung für diese eine Automarke. Ja, ich glaube, das muss man heutzutage so machen, ja. Um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Wann läuft denn eigentlich an? Bad Boys for Life? 2020 auf jeden Fall. Kinostart in 2 Monaten steht hier. Hä? Stimmt doch nicht. Kommt im Januar, wenn ich es richtig weiß. Doch im Januar. Achso, dann stimmt es ja doch. In 2 Monaten. Naja, dann können wir uns noch drauf freuen. Und wir schauen aber mal in die Serien rein, mal gucken, was da so Neues gibt. Serien. Ja, die Kate natürlich wieder ein bisschen vorgelegt. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich habe mich weiter mit Apple TV Plus beschäftigt und habe da in ein paar weitere Serien reingeguckt. Genau genommen in 3 Serien. Wobei 2 davon gut sind, 1 davon eine Enttäuschung. Die Frage ist, womit fange ich jetzt an? Soll ich mit dem Schlechten anfangen oder mit dem Guten aufhören? Wie war das? 2 Jungs sind schlecht, 1 ist gut, oder? Ja. Dann mach doch Big Mac. Okay, alles gut. Dann fange ich mit der ersten Guten an. Und zwar ist das eine Serie für alle Weltraumbegeisterten, denn die Serie For All Mankind handelt von dem Wettrennen auf dem Mond. Es gab damals, bevor Neil Armstrong auf dem Mond gelandet hat. Ja, aber man sagte ja, man hat so ein Wettrennen zwischen den USA und Russland gehabt. Und die USA hat das ja gewonnen. Die haben den ersten Menschen auf den Mond geschickt. Und in dieser Serie passiert eben genau das Gegenteil. Die Russen schicken den ersten Menschen auf den Mond. Die sind den Amerikanern immer wieder einen Schritt voraus und schicken nicht nur den ersten Menschen auf den Mond, sondern auch noch machen noch ein paar andere Sachen. Und die USA rennt immer nur hinterher. Und darum geht es. Wir haben tatsächlich Figuren werden erwähnt und auch gezeigt, die es tatsächlich gab. Aber die Story an sich ist komplett fictional.
Aber auf eine sehr coole Art und Weise. Ne? Sie fängt relativ traditionell an, so totaler Männerberuf und nur Raumfahrt, Männer und Astronauten und so. Und dann gibt es eben so einen kurzen Bruch, wo es dann darum geht, dass auch mal eine Frau ins Weltraum geschickt wird. Und da geht es dann in die Richtung weiter. Also ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, weil es sind eben nur die ersten 4 Folgen verfügbar. Jede Woche kommt eine neue Folge raus. Die ersten 4 habe ich jetzt angeschaut. Macht Spaß zu sehen. Kann man durchaus mal reingucken. Also möchte ich kurz einhaken. Ich habe die erste Folge auch mitgesehen und fand es eigentlich ganz cool, weil es werden auch immer wieder so richtige Elemente, also die wirklich passiert sind, mit reingespielt. Und das macht es dann echt wieder so ein bisschen, Also man kennt es ja von The Man in the High Castle mit Was wäre, wenn die Nazis gewonnen hätte? Jetzt ist es ja, was wäre, wenn die Russen den Wettkampf ums Weltall gewonnen hätten? Und es ist schon ganz cool. Vor allem dann hockt man da so dran und dann hockt da Buzz Aldrin und wie sie alle heißen, hocken dann auch da dabei. Und ja, finde ich ganz gut. Finde ich aber auch gut, dass es dann nicht nur um die wirklich geht. Also dass die da nur so mehr oder weniger Randfiguren sind. Aber also ich würde auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Also ich werde da wahrscheinlich auch mal weiter gucken, weil ist schon cool. Ja, sah gut aus, so der Trailer und die Vorschau, was ich bis jetzt so sehen konnte. Ja. Ist auch wirklich gut gemacht. Also selbst die bisschen schwierigeren Sachen, was so Raumfahrttechnik und so angeht, man blickt trotzdem durch. Ja, und es wird auch mal noch ein starkes Frauenbild vermittelt, was ich ziemlich cool finde. Aber trotz allem weichen sie nicht von ihrer Grundstory ab. Das fand ich ganz gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Eine weitere Serie, die ich geklickt habe dort, die mich leider sehr, sehr enttäuscht, wo ich auch nicht jetzt über die erste Folge hinweg weiterschauen werde, ist Sie im Reich der Blinden. Ist auch spielt auch in einer fiktionalen Welt, Jahrhunderte nachdem ein Virus die Menschheit dezimiert hat auf nur noch 2 Millionen auf der ganzen Erde und alle blind gemacht haben, leben die Menschen im Wald, in Hütten, selbstgebauten Hütten, sind quasi wieder zurück zum Jagen und Sammeln gekommen. Und wie gesagt, sind eben nur noch ganz, ganz wenige Menschen auf der Erde. Und diese haben ihre vorhandenen restlichen Sinne ausgebaut. Also es gibt welche, die können extrem gut hören. Die können dann hören, ich höre in mehreren Kilometern Entfernung 10 Pferde da schnauben. Ja. Oder es gibt auch welche, die so ein bisschen so Weissagungen haben. Und über dieses Sehen zu können und diese Gabe sehen zu können, zu sprechen, gilt mittlerweile als Ketzerei. Und wie kann es auch anderes sein? Es kommen 2 Kinder auf die Welt, Zwillinge, die diese Gabe haben. Und deswegen müssen die Hexenjäger, weil es ist ja Hexerei, wenn man sehen kann, die Hexenjäger spüren das, dass da jemand auf die Welt gekommen ist oder jemand da ist, der gefährlich für die Menschheit ist, und die werden dann gejagt. Und Hauptdarsteller ist, was mich extrem traurig macht, Jason Momoa, den wir aus Game of Thrones und Aquaman und so kennen. Der spielt es schon gut. Also schauspielerisch nehme ich ihm da nichts weg, aber die Story, die ganze Art und Weise, mit dem alle sind blind, ist furchtbar anstrengend. Ja, gibt es eine Kampfszene in der ersten Folge direkt, wo zwei Clane gegeneinander kämpfen, und das ist einfach nur so, ja, die sehen ja nichts, ne? Die tasten sich so vor und müssen irgendwie so einen Berghang, also irgendwo hinzulaufen dauert ewig, weil die ja immer mit ihren Stöcken erstmal gucken, ist da Weg oder ist da irgendwas, und falle ich dann hin oder wie geht's weiter? Es ist mega anstrengend. Und auch diese Geschichte, also diese ganze Kultur, die sich da aufgebaut hat über die Jahre, ist einfach irgendwie sehr, sehr seltsam. Sie haben irgendwie eine Königin und die spricht mit Gott, indem sie sich selbst befriedigt. Und das ist irgendwie total seltsam. Also für mich eine totale Enttäuschung. Werde ich nicht weiterschauen. Erste Folge und das war's. Da fällt der Christoph fast vom Stuhl. Weil du hast dich ja echt sehr, sehr gefreut. Ja, eigentlich schon. Ich hab da auch schon mit reingeguckt und war dann auch so,
Okay, das ist schon ein bisschen speziell, sagen wir es mal so. Ja, und, extrem. Okay, extrem speziell. Und was ich so, wo ich dann kurz den Atem angehalten habe, war, und ich glaube, da wird es Erik dir exakt genauso gehen, wenn du das siehst, eine totale von der Natur mit Bergen im Hintergrund, schöne Wiese und was weiß ich was, und von links läuft die Gruppe rein. Und ich so, bitte haltet jetzt nicht komplett drauf und lasst die einmal durchs Bild laufen, dann ist vorbei. Also siehst du blinde Leute, die sich da durchtasten und hinfliegen und aufstehen und... Ja. Aber haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Aber Gott ja, ich fand es schon relativ speziell. Ich weiß nicht, vielleicht nimmt es auch noch irgendwann Fahrt auf. Ich weiß es nicht, aber puh. Naja. Da sieht man die ganze Zeit quasi, wenn man aus der Sicht von den Blinden, ganze Zeit einen schwarzen Bildschirm. Man hört nur die ganze Zeit. Das war Chris, seine erste Kommentar war irgendwie, als Computerspiel geht es nicht aus der Ego-Perspektive. Ja, nein. Also nee. Vielleicht hat jemand da weiter geguckt und kann mir sagen, das wird besser. Aber ich weiß, worauf es hinausläuft. Die Kinder werden älter, die müssen immer wieder vor diesen Hexenjägern fliehen. Und ja, alle gehen irgendwann drauf oder so. Oder die anderen kriegen, die Sehkraft kommt wieder zurück, was weiß ich. Aber das ist alles sehr, sehr strange. Was auch strange ist, ist die dritte Serie, die ich geguckt habe. Aber die ist auf eine sehr angenehme Weise strange. Und zwar hat Apple TV Plus auch noch eine Serie rausgehauen, die nennt sich Dickinson. Und beruht auf, ich glaube nicht, dass da wirklich viel echt ist an dieser Serie, aber es geht um Emily Dickinson, die ja diese unglaublich tollen Gedichte geschrieben hat, aber zu Lebzeiten keinerlei Anerkennung dafür bekommen hat. Emily Dickinson ist ein junges Mädchen, das noch im Elternhaus wohnt, müsste um die 18, 19 Jahre alt sein. Ihre Mutter will sie die ganze Zeit verheiraten. Aber sie ist sehr speziell. Sie ist, also in der Serie ist sie sehr speziell. Sie ist sehr rebellisch und will das alles nicht und sagt, sie will nie heiraten. Außerdem ist sie in ihre beste Freundin verliebt und ihre Gedanken sind halt immer bei ihrem Schreiben, ihren Gedichten schreiben. Und sie träumt nachts auch immer davon, dass der Tod kommt und mit ihr eine Kutschfahrt macht und sie sich mit dem Tod unterhält. Was sehr, sehr strange klingt, ist aber sehr, sehr cool, denn man sagt ja, dass die Gedichte von Emily Dickinson zu ihrer damaligen Zeit von der Art des Schreibstils eher in die jetzige Zeit, also ins 20. Jahrhundert gepasst hätte. Und so ist die Serie auch ein bisschen aufgebaut, denn wir haben hier keinen uralten 1800 schieß mich tot Sprachstil. Ja, da kommt ihr Bruder auf dem Pferd angeritten, ganz klassisch gekleidet und sagt, hi Schwester, und sie sagt, hey Bro, ich chill nur. Ja, oder es werden sehr Rap-lastige und Beat-lastige Songs benutzt, die im Hintergrund laufen, die aber eher so ein bisschen mehr in die jetzige Zeit passen, als wie ins damals. Und das macht die Serie, finde ich, sehr, sehr interessant. Ich habe ja ein bisschen über Emily Dickinson gelesen, schon in meiner Schulzeit fand ich das immer sehr interessant. Und ich gehe davon aus, dass das alles komplett erfunden ist, denn die Emily hat extrem zurückgezogen gelebt. Die hat kaum Freundschaften gehabt. Die hatte nur, glaube ich, nur 3 Brieffreunde. Und ansonsten hat sie kaum mit Menschen geredet. Es gibt nur 2 authentifizierte Fotografien von ihr. Und in der Serie ist sie extrem extrovertiert und hat lädt Freunde zu Partys ein. Also ich glaube, dass das halt alles fiktionell ist, weil man weiß kaum was über ihr Leben. Ja. Aber trotz allem ist es eine sehr, sehr coole Serie, die ich auch weitergucken werde. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind hier auch alle Folgen verfügbar schon. Alle 10 sind es, glaube ich. Ja. Sehr skurril trifft es auch. Ich habe da kurz reingeguckt. War so, was? So, wie war das auf Deutsch übersetzt? Was zum Fick? Also. Ich weiß nicht. Reizt mich ja nicht. Ist aber sehr witzig. Da, sag das nicht. Ey, also, kann man mir angucken. Also For All Mankind, da werde ich mal reingucken, aber bei den anderen, nee. Nee, die anderen 2, die waren mir nix. Ja, aber Dickinson ist schon cool. Vor allem die Schauspielerin, ich mag die Schauspielerin. Die Hauptdarstellerin ist die gleiche Hauptdarstellerin wie in Bumblebee. Mhm.
Ha! Daher kannte ich sie. Ja, ja, genau. Die heißt Hailee Steinfeld. Hailee Steinfeld, ja. Genau. Hailee Steinfeld, die in diversen Filmen schon mitgespielt hat. Die Haupt-, also die bekannteste, glaube ich, Rolle war eben aus Bumblebee. Also, ja. Genau. Ja, ist trotzdem irgendwie nicht so da. Habt ihr eigentlich, läuft euer Apple TV Plus, läuft das astrein so? Weil man hat jetzt einiges gelesen, dass sich manche beschwert haben, dass es irgendwie abbricht oder muss wieder von vorne anfangen. Wir haben manchmal ein bisschen ein Problem, dass der Ton übernommen wird, aber das liegt, glaube ich, eher an unserer Gesamtbox, an so einem ganzen Entertainment-System. Da starte ich einmal Apple neu und dann Apple TV neu und dann geht das. Ansonsten läuft das stabil. Ja, gut. Also die Serien brechen nicht ab. Ich kann wechseln in die anderen Streaming-Dienste. Ich habe jetzt nichts gemerkt. Na gut, das klingt ja gut. Also drei Serienempfehlungen von dir. Eine nicht ganz so Empfehlung, die anderen zwei gute Empfehlungen. Und ja, gucken wir noch mal weiter in den allgemeinen Bereich. Und um das hier abzutrennen, habe ich hier sowas. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Das ging ja heute auch, oder besser gesagt gestern, ziemlich wieder rum hier, das Ding. Kann man ja auch mal hier nochmal bringen, das Zitat. Und ja, wir hatten ja Kommentare gehabt. Das eine hatte ich ja schon gesagt, wegen den 4K Blu-Rays. Und dann gab es auf kinocast.net, der Martin hatte sich nochmal gemeldet. Der hatte auch mittlerweile, ich hatte dann die Veranstaltung gepostet nochmal, die Light Cinemas machen mit dem letzten Bullen, mit Henning Baum vor Ort. Und der Martin, der freut sich da, glaube ich, auch ganz gut drauf. Der hat ihn ja noch nicht gesehen und verlässt sich da auf unser Urteil. genau, und er schreibt, das perfekte Geheimnis hat es mit 924.217 Besuchern das zweitbeste Startwochenende des Jahres hingelegt. Sechstbeste Oktoberstart aller Zeiten, also er redet von Deutschland, und zählt inklusive Previews, da waren allein schon über 1 Million drin, als 9. bester Start aller Zeiten einer deutschen Produktion. Was natürlich cool ist, ne? Also 9. bester Start. Ich meine, da gab es ja Zeiten, wenn da der neue Otto-Film gekommen ist oder irgendwas, ne, da war ja das Kino dermaßen voll. Und deswegen also 9. bester, das will schon was heißen. Ja. Ja. Okay, das war's auch schon hier mit den Kommentaren. Dann bräuchten wir eigentlich noch so einen Jingle für unsere Musiktipps oder so. Ja, also wir hatten ja letzte Woche angefangen oder vorletzte Woche mal aus Versehen so mit den Musiktipps. Jeder von uns wirft einfach mal einen Song rein, den packen wir auf unsere Playlist und dann haben unsere geschätzten Hörer und Fans haben dann so eine bunte Mischung von uns. Alle Fans da draußen. Genau, alle drei Fans. Und ja, Kate, was hast du? Ich kann es kaum lesen, was das heißt. Hallo, Kate? Entschuldigung, ich war auf Mute, damit ich nicht reinquatsch. Ich habe, reinquatschen ist ausdrücklich erwünscht. Hier, wir sind ein Podcast. Nee, sie hat gewunken, ist viel besser. Ich habe einen meiner absoluten Lieblingssongs von einer meiner absoluten Lieblingsbands reingestellt. Und zwar von Fallout Boy, Thanks for the Memories. Und ja, das ist genau so richtig geschrieben, wie ich das da geschrieben habe. Ja, ich wusste bloß nicht, was FOB ist. Ja, Fallout Boy. Jetzt weiß ich's. Okay. Abkürzung FOB. Ist drauf hier. So, sehr gut. Chris, was ist deins? Ich habe, ich hatte tatsächlich schon was, aber hab's gestern Abend, gestern Nacht oder Samstag umgeschmissen, weil seit Freitag gibt's auf Spotify das neue Album von Max Herre, das heißt Athen. Und da gibt's einen, wie ich finde, sehr, sehr schönen Song, das ist der Song Nummer 13, der heißt Das Wenigste, zusammen mit Joy Denalani. Und da würde ich mal an wirklich allen mal raten, reinzuhören. Hört sich super gut an. Auch dir, Erik, gleich die Empfehlung, bei Max Herre reinzuhören, weil er hat auch einen Song mit Trettmann aufgenommen. Nennt sich Villa auf der Klippe. Aber ich bin jetzt mal bei dem einen, also ganz, ganz, ganz brandaktueller Scheiß sozusagen. Max Herre mit Joy Denalani. Also Max Herre ist ja hier Benztown und Kolchhose und ja. So. Ne? Also na, das, ich hab die mir schon auf Spotify, wo ich gesehen habe, auf Facebook, ich folge mir, da hat er gezeigt, dass es die gibt und da habe ich mir die schon runtergezogen. Da gibt es auch einen, heißt Dunkles Kapitel mit Megalo und Dirk von Lotso von Tokotronic und so. Ja. Deswegen ja, habe ich auf jeden Fall schon runtergeladen. Das Wenigste habe ich jetzt noch nicht so. Ich habe bloß mal per Shuffle ein paar Songs gehört. Fand ich ganz okay. Und ja, Max Herre. Aber geht halt nichts über Freundeskreis irgendwie. Ja. Also, mal sehen. Ich bin ja in wenigen Tagen, oder? Ja, nee, ein Monat ist noch hin, sehe ich gerade. bin ich bei Afrop. Mal gucken, was der so abliefert.
Das alte Reime-Monster. So, ach so, ich packe ja auch noch was drauf. Genau, ich packe von V-Nation Illusion drauf. Genau, das habe ich heute früh wieder gehört. Fand ich total toll. Das ist ein so schöner Song. Und V-Nation sowieso empfehlenswert. Gruppe von, ich glaube, eigentlich sind es Engländer, die wohnen seit Ewigkeiten in Hamburg und machen recht tolle Musik, war ich schon auf einigen Konzerten. Und die Konzerte, die gehen auch immer dermaßen ab. Deswegen, also Illusion mal, ein bisschen ruhigeres von denen, mit einem schönen Text, gut mal reinhören. Und ja, ihr könnt die Spotify-Playlist abonnieren, die heißt Kinocast Songs. Also wenn ihr bei Spotify nach Kinocast sucht, müsstet ihr theoretisch zwei Suchergebnisse haben. Einmal die... Ja, die Sendungen halt, die Podcasts und einmal Kinocast-Songs haben blöderweise dasselbe Logo. Vielleicht mache ich da mal irgendwas anderes für die Songs. Vielleicht mache ich da mal einen Text oben drüber. Ach was, einfach alles abonnieren. Alles, was dieses Logo hat. Genau, oder alles abonnieren, ja. Und Spotify gibt es ja auch eine nicht, also normale Version ohne Premium. Also da könnt ihr ja die Sachen auch anhören. Na, so könnt dann unserer Playlist folgen. Und die wird sich natürlich jetzt nach und nach immer weiter ergänzen. Dann hoffe ich mal, dass wir jedes Mal dran denken. Oder wie jetzt auch, wenn wir einen Film gesehen haben in der Sneak, wo ein besonders griffiger Titel drin war, wo wir sagen, oh, da wie jetzt zum Beispiel Alanis Morissette, You Oughta Know, packen wir das auch mit drauf. Dann habt ihr das komplette Gesamtpaket vom Kinocast hier. Jo, ansonsten, wir haben einen neuen Patron ist, glaube ich, die. Ja, auf dem 1-Euro-Level. Ich muss gerade mal mein E-Mail-Programm öffnen hier. Mal gucken, dass ich hier Patreon. Hier, der Stefan K. Schöne Grüße. Stefan K. Vielen Dank. Hat auch schon, glaube ich, bei Gewinnspielen mal mitgemacht bei uns. Danke. Ja, es läuft. Also, wenn ihr auch den Kinocast unterstützen möchtet, macht das am besten über Patreon. Oder über die anderen Möglichkeiten einfach auf kinocast.net gehen, ganz oben klicken, danke für eure Unterstützung. Und dann gibt es da diverse Möglichkeiten, zum Beispiel eben Patreon. Und bei Patreon kann man sagen, ja, Kinocast, der ist mir zum Beispiel ein Euro im Monat wert, mehr nicht. Dann könnt ihr da 1 Euro im Monat, aber jedes bisschen hilft ja. Ne? Also mit 1 Euro ist schon einiges abgedeckt, ne? Und jetzt kommen ja auch bald unser Weihnachtskalender, Gewinnspiel. Und, ja, es gibt da noch verschiedene andere Stufen, 2 Euro, 4 Euro. Da findet ihr schon was. Wenn ihr mehr spenden wollt als die 10 Euro im Monat, wenn ihr einfach mal 1 Million überweisen wollt, dann gebe ich euch mal eine anonyme Nummer hier. Wenn ihr möchtet, dass der Erik euch zu Hause besucht. Genau, wenn wir bei euch zu Hause aufnehmen sollen, wir drei, dann nicht nur ich hier. Ne? Jetzt wird's spannend. Ab 50.000 Euro aufwärts, oder? Also. Ja, aber die Anfahrt muss dann noch extra gehen, ne? Und das Hotel vor Ort. Ja, richtig. Deswegen. Fällt mir doch gerade was ein, wo wir von Adventskalender sprechen. Haben wir eigentlich dieses Jahr schon, diese Woche, diesen Monat schon unsere Lootboxen bekommen? Nein. Ich habe eine bekommen, so. Die habe ich so aus der Reihe bestellt, eine Star Wars Lootbox. Und die andere müsste jetzt noch kommen, ja. Und die Star Wars Lootbox war cool. Da ist ein Chewbacca drin gewesen, der kann sprechen. Und, ja, den habe ich gesehen. Und eine Picknickdecke in Form eines Millennium Falken, die ist echt geil. und dann noch so einen Bubblehead von Rey habe ich. Und was war noch drin? Ach ja, eine riesige Keksdose mit BB-8, so aus Keramik. Machst du oben Deckel auf, cool. Und dann kommen so Geräusche. So, ja, und ein aus Metall, da kann man so ein kleines Raumschiff nachbauen, wie so ein kleines Metallpuzzle, aber so in 3D, also kann man dann so zusammenstecken. Jo, das war da drin. Mal gucken, was in dem anderen drin ist. Hatte eigentlich noch irgendwas, was ich sagen wollte? Achso, ja, an alle aus der ehemaligen Heimat, die mich hören, ich bin nächstes Wochenende mal in der alten Heimat, habe ich Klassentreffen am Samstag und übernachte dann bis Sonntag. Ich müsste dann zur Aufnahme auf jeden Fall wieder hier sein. Das müsste klappen. Bloß halt, falls das jetzt jemand hört, der sagt, ah, ich bin zufällig auch da oder so, lass mal treffen, dann will ich es wenigstens gesagt haben, ne? Dann lasst euch gut gehen, genießt die Woche, guckt gute Filme, jetzt läuft ja etliches Gutes an, da wird schon was dabei sein und die neuen Streamingdienste geben mir auch viel her. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.
bis bald im KinoCast.